Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über die Redewendung in einem gewissen Sinne. Ja? Man kann auch sagen im gewissen Sinne oder in gewissem Sinne. Okay? Das ist gleichbedeutend mit den Wörtern gewissermaßen und sozusagen, ja, in einem gewissen Sinn, im gewissen Sinne, in gewissem Sinne, ja, oder eben gewissermaßen oder sozusagen, ja. Was bedeutet das? Ja, das ist die Einleitung eines bildlich gemeinten Ausdrucks. Ja, wenn man bildlich sprechen möchte, ja, wenn man metaphorisch sprechen möchte, dann benutzt man diesen Ausdruck. Ja. Und früher gab es das Dativ-E. Ja. Im Dativ hat man früher ein E rangehängt. Ja? Also im gewissen Sinne, ja, das ist der Dativ, ja, der Fall, der benutzt wird, ist Dativ. Und da es ein fester Ausdruck ist, ja, der genauso geblieben ist seit vielen hunderten Jahren, sieht man dort immer noch das Dativ E. Ja. Im gewissen Sinne. Ja, das Nomen ist Sinn, aber da es im Dativ ist, sagt man Sinne. Ja, und im Dativ hat man immer irgendwo ein M, ja, und deswegen sagt man im gewissen Sinne oder in gewissem Sinne. Ja, also wie gesagt, beim Dativ ist immer irgendwo ein M. Ja. Und das leitet, wie gesagt, einen bildlichen Ausdruck ein. Zum Beispiel, ich bin in einem gewissen Sinne der Kaiser vom Schrottplatz. Ja, wer würde so etwas sagen? Nun, zum Beispiel derjenige, der sich oft auf dem Schrottplatz befindet oder der Wärter des Schrottplatzes. Ja, ein Schrottplatz ist ein Ort, wo die Leute ganz viel Müll abladen. Ja, aber nicht Müll, der stinkt, sondern Müll im Sinne von ja, alte Möbel, alte Fahrzeuge, Motorräder, ja, so Dinge, die aus Holz sind oder aus Eisen, ja, das alles befindet sich auf dem Schrottplatz. Und manche Bastler, ja, manche Leute, die basteln, ja, also aus verschiedenen Materialien etwas herstellen, ja, manche Bastler gehen auf den Schrottplatz und finden dort vielleicht Dinge, die sie noch verwenden können. Ja? Eigentlich ist es Müll, aber man kann ja recyceln. Ja? Man kann ja Dinge wiederverwerten. Ja? Und der König vom Schrottplatz oder der Kaiser vom Schrottplatz, ja, das ist vielleicht ein metaphorischer Ausdruck für jemand, der ja, der Wärter ist oder oft dort ist und sehr viel Bescheid weiß über den Schrottplatz und so weiter. Ja? Und deswegen sagt dieser Mensch zum Beispiel, ich bin sozusagen der Kaiser vom Schrottplatz. Ja? Auch witziger Ausspruch. Ja? Schrottplatz, ja, da, wo Müll abgelagert wird und dann ist er der Kaiser. Und das ist auch ein sehr starker Kontrast, ja? Also eine gute Metapher. Ja? Und er kann sagen, ich bin sozusagen der Kaiser vom Schrottplatz oder ich bin in einem gewissen Sinne
der Kaiser vom Schrottplatz oder im gewissen Sinn oder in gewissem Sinne. Ja, ich bin sozusagen, ich bin gewissermaßen der Kaiser vom Schrottplatz. Ja, das ist, was diese Redewendung bedeutet. Ja, und wie gesagt, es gibt viele Synonyme. Ja, und man kann diesen Ausspruch selbst auch ein kleines bisschen anders immer formulieren. Ja, in einem gewissen Sinne, im gewissen Sinne oder eben in gewissem Sinne. Ja, wie gesagt, mit dem Dativ E, aber das Dativ E ist veraltet. Ja, es wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Ja. Wenn du den Dativ benutzt, musst du heutzutage meistens kein E mehr an das Nomen hängen. Aber früher hat man es getan und deswegen ist das Dativ E immer noch bei festen Ausdrücken da. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich habe jetzt eine neue E-Mail-Serie. Besuche authenticgermanlearning.com/free, um viele Deutschlern-Tipps per E-Mail zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.